Benni, heute geht es mal um Lüge, Wahrheit und Wirklichkeit. Okay. Also die ganz dicken Brocken hier. Björn S. schreibt: Hallo Herr Lesch. Gestern habe ich einen Außerirdischen in meinem Garten gesehen. Nicht lachen. Ja, bitte. Ja. Vor vielen Generationen ist ein Generationenraumschiff mit annähernd Lichtgeschwindigkeit von einem entfernten Planeten losgeflogen. Die Nachkommen der ersten Besatzung sind jetzt auf der Erde gelandet. Können Sie beweisen, dass ich lüge? Hast du einen Garten? Ja. Aber keine Außerirdischen. Keine Außerirdischen im Garten? Sicher? Ganz sicher. Also, ja. Also du hast da noch keinen gesehen? Nee, noch nicht. Vielleicht kommt der, vielleicht landet bei mir auch einer. Lieber Björn, was soll ich dazu sagen? Ein Außerirdischer in seinem Garten. Man sieht manche Dinge. Ja. Oder manche Sachen sieht man einfach. Aber ich komme jetzt mal, ich mache das mal ganz ordentlich. Wir machen das mal ganz sauber. Also praktisch wie in einem medizinischen Laboratorium zerlegen wir die Frage, um am Ende vielleicht tatsächlich zu einer Antwort zu kommen. Gestern haben Sie also in Ihrem Garten einen Außerirdischen gesehen. Das ist durchaus nicht unmöglich, denn es könnte ja sein, dass es auf anderen Planeten Lebewesen gibt. Also nicht-irdisches Leben ist nicht unmöglich, grundsätzlich. Da sind wir uns einig. Würdest du auch zustimmen, ne? Ja. Selbstverständlich. Aber es ist natürlich so, dass nicht-irdisches Leben sich ja dadurch definiert, dass es nicht-irdisch ist. Das heißt, es muss von woanders herkommen. Und das bedeutet, es muss sich durch die Weiten des Weltalls zu uns bewegt haben. Deswegen schreiben Sie hier ja auch, ein Generationenraumschiff mit annähernd Lichtgeschwindigkeit von einem entfernten Planeten losgeflogen. Das kann ich natürlich in keiner Weise nachprüfen, denn dieses Generationenraumschiff kann die ganze Zeit durchs Universum geflogen sein, ohne dass wir es irgendwie hätten entdecken können. Wie auch. Also selbst wenn es recht groß ist, ist es immer noch winzig im Vergleich zu dem riesigen Universum. Das heißt also, ob nun Generationenraumschiffe tatsächlich in Richtung des Sonnensystems unterwegs sind, das können wir gar nicht wissen. Das könnten wir nur dann erfahren, wenn wir genau wüssten, also wenn die eine Sendeanlage hätten und wir wüssten ganz genau, bei welcher Frequenz sie senden würden und wir würden das praktisch abhören. So eine Art von, ja, wie soll ich sagen, kosmischem NSA. Ne? Aber die hören ja sowieso. Also wenn jemand was weiß, dann fragen Sie mal bei der NSA nach. Die wissen das sicher, also ob so ein Generationenraumschiff unterwegs ist. Vielleicht sind die aber auch von so einem Generationenraum. Das kann ja auch sein, dass die NSA vielleicht so eine außerirdische Truppe ist. Aber gut. Ich will nicht ausweichen. Also zunächst mal, die Struktur Ihrer Frage ist, was den Inhalt des ersten Satzes betrifft, ist klar, der Außerirdische ist möglich. Deswegen ist es natürlich auch möglich, dass Sie den in Ihrem Garten gesehen haben. Aber ist es auch plausibel? Plausibel ist es nur dann, wenn ein Generationenraumschiff sich tatsächlich bewegt hat, auf uns zubewegt hat, und zwar mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Denn Sie schreiben hier im Weiteren, die Nachkommen der ersten Besatzung sind jetzt auf der Erde angekommen. Sie schreiben nicht genau, welche Generation von Nachkommen, also gehen wir mal davon aus, es können irgendwelche Nachkommen einer Entengeneration sein. Für N können Sie irgendeine beliebige natürliche Zahl einsetzen. Es sind auf jeden Fall nicht mehr die erste Besatzung, aber mit Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt müssen wir natürlich, jetzt kommen wir zu unserer physikalischen Grundstruktur der Welt zurück. Wer sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, hat keine Freunde mehr. Zu Hause. Ist klar. Weil die Zeit, die Uhr, die bei ihm tickt, die tickt da so unendlich langsam im Vergleich zu der Uhr seines eigenen Planeten. Diese Leute wollen nirgendwo mehr hin. Sollte es Generationenraumschiffe geben, die sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann müssen die Besatzungen tatsächlich auf anderen Planeten landen. Zu Hause kennt sie keiner mehr, vielleicht gibt es den Planeten gar nicht mehr. Vielleicht war das sogar der Grund für sie, den Planeten zu verlassen, weil sie gemerkt haben, dieser Planet ist nicht mehr lebensfähig. Wir müssen woanders hin. Wenn wir woanders hin müssen, dann muss das mit annähernd Lichtgeschwindigkeit geschehen. Die wollten in den Garten sozusagen kommen. Die wollten in den paradiesischen Garten. Unser Planet ist ja ein echtes Paradies, ein schöner blauer Planet, ein kleiner Planet mit Wasser, mit wunderbaren atmosphärischen Bedingungen, noch. Also, das heißt, es könnte durchaus sein, dass für ein Generationenraumschiff, so es sich denn bauen ließe
und sich tatsächlich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen ließe, dass unser Planet durchaus einer wäre, den man gerne anflöge als außerirdisches Lebewesen, wenn, aber nur dann, wenn und wirklich nur dann und nur dann, wenn das Lebewesen mit einer entsprechenden sauerstoffartigen Atmosphäre klarkommt und eben auch sonst nichts in der Luft ist oder auf diesem Planeten, was für das Lebewesen giftig ist. Man stellt sich mal vor, das Lebewesen wäre ein Ammoniakatmer, dann wäre unser Planet ja eine Katastrophe. Okay, soweit so gut. Das heißt, alle Voraussetzungen sind jetzt dafür gegeben, uns ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, kann es ein Generationenraumschiff geben, das sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt? Die Antwort lautet, im Prinzip ja, aber ein Generationenraumschiff ist natürlich ein Riesending nach menschlichen Maßstäben. Einige Kilometer, vielleicht sogar einige 10 Kilometer groß, muss ja eben nicht nur den Treibstoff an Bord haben, um sich zu bewegen, sondern auch noch die Ressourcen, damit die Lebewesen in diesem Generationenraumschiff sich von Generation zu Generation weiter bewegen können. Und zwar ohne, ich sage jetzt mal diesen Loriot'schen Gag, es gibt so einen wunderschönen Sketch von Loriot, da sitzen Evelyn Hamann und Loriot in einem kleinen Bunker. Und das ist ein Bunker, dieser Sketch spielt in den 60er Jahren, also die Bedrohung, die atomare Bedrohung ist da. Und Evelyn Hamann fragt Loriot so schön, ja und in diesem Bunker die Nahrungsmittel? Daraufhin Loriot, zirkulieren. Also, ne, ist klar, was gemeint ist. Natürlich hat man eine Recyclingwirtschaft, aber möglicherweise hat man auch den Anbau von Feldern. Also man hat vielleicht in diesem Generationenraumschiff sogar irgendwie eine andere Produktion von Nahrungsmitteln. Oder aber es sind gar keine Lebewesen, die in diesem Generationenraumschiff existieren. Nämlich Maschinen. Das wären die besten Lebewesen für Raumschiffe, weil die brauchen keine Ressourcen. Wenn aber jemand bei Ihnen im Garten gestanden haben soll, ein außerirdisches Lebewesen, dann muss dieses Lebewesen Ressourcen haben. Ressourcen sind für ein Generationenraumschiff ein echtes Problem. Ja, die müssen nämlich irgendwo herkommen. Das heißt, man braucht eine Energiequelle, die in dem Generationenraumschiff die Energie zur Verfügung stellt, damit die entsprechenden Nahrungsmittel auch tatsächlich hergestellt werden können. Sei es nun auf halbnatürliche Weise, dass etwas aus dem Boden sprießt, oder sei es eben auf rein künstliche Weise, dass man es wirklich total zusammenstellt. Ganz egal wie, eine Energiequelle muss her. Und dann muss noch eine Energiequelle her, die das ganze Ding ja mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bohrt. Und da, mein lieber Björn, da scheint mir dann doch einiges im Argen zu liegen. Für beide Energiequellen gibt es momentan überhaupt keine Anzeichen. Ein Raumschiff zu betreiben von dieser Größe ist nahezu unmöglich. Selbst mit einem Materie-Antimaterie-Antrieb, das das Beste ist, was wir uns im Universum überhaupt vorstellen können, ist es kaum möglich, solche Raumschiffe hinzukriegen. Keine Chance. Ja, für uns jetzt nicht. Für uns nicht. Wahrscheinlich für die Außerirdischen auch nicht. Denn der Außerirdische, das ist ja meine These, ist auch nur ein Mensch. Wenn es denn mal Generationen Raumschiffe geben sollte, dann werden das Generationen Raumschiffe sein, die mit einem extrem niedrigen Energieaufwand fliegen, um vielleicht die DNA, also das Erbgut, von einem Planeten zu einem anderen Planeten zu bringen, um da dann wieder das Leben losgehen zu lassen. Aber richtige Personen, so wie der Benny und ich, die wird man kaum mit einem Generationenraumschiff, da müssen da natürlich noch andere Leute dabei sein, damit es auch zu Generationen kommt, die wird man kaum durchs Universum transportieren können, weil wir sind einfach energetisch zu wählerisch. Wir essen nicht alles. Wir können nicht von Mikrowellen leben, sondern wir brauchen eine bestimmte Form von Nahrung. Alles das setzt enorme Randbedingungen an Generationenraumschiffen. Aber egal, nehmen wir mal an, das ginge. Dann bleibt immer noch das Problem mit der Lichtgeschwindigkeit. Ich stand ja vorhin da. Da ging es ja schon darum, dass wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, die Uhren anders gehen. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, passieren viele Dinge im Umfeld, die man gar nicht haben will. Denn das Universum kommt auf einen ja zu mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Problem. Also man bewegt sich durchs Universum mit Lichtgeschwindigkeit, man kann sich aber auch in das eigene Ruhesystem versetzen, dann kommt das Universum mit Lichtgeschwindigkeit auf einen zu. Und das ist ein echtes Problem. Zum Beispiel alleine der Durchflug durch den Asteroidengürtel wäre für ein großes Raumschiff eine Katastrophe, das sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bohren würde. Das Raumschiff würde enorm beschädigt werden. Und nicht nur, dass man bei einem Generationenraumschiff keine Fenster aufmachen kann, man sollte auch keine aufmachen. Man sollte auch kein Loch in der Hülle haben, dann geht es nämlich kaputt. Alles das sind aber immer alles nur noch Plausibilitätsargumente. Ich kann nämlich de facto nicht beweisen, dass sie lügen. Das ist der Punkt. Ich kann als Wissenschaftler nur versuchen, plausible Argumente zu liefern, weshalb die Aussage, die sie da tätigen, nicht wahr sein kann. Was sie tatsächlich erlebt haben,
inwieweit eben tatsächlich vor ihren Augen ein Außerirdischer in ihrem Garten aufgetaucht ist, das kann ich gar nicht entscheiden. Das könnte ich nur entscheiden, wenn wir beide nebeneinander gestanden hätten und hätten beide den Außerirdischen gesehen. Diese einmaligen Ereignisse, die lassen sich kaum wirklich richtig gut überprüfen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie so exotisch sind wie das Landen eines Außerirdischen hier auf der Erde. Das gehört ja nun wirklich zu den exotischsten Dingen, die überhaupt auf dem Planeten passieren können, dass jemand von einem anderen Planeten hierher kommt. Wir sind ja inzwischen durch die Science-Fiction-Geschichten da unglaublich trainiert. In Wirklichkeit ist es absurd. Es ist völlig absurd zu glauben, dass wir hier auf diesem Planeten, in diesem Teil der Milchstraße, der wir uns um das, wir bewegen uns als Sonnensystem ja um das Zentrum der Milchstraße rum, dass ausgerechnet hierher ein Raumschiff käme von wo ganz anders. Das ist die absurdeste Vorstellung, die man sich überhaupt machen kann. Und genau deshalb sind wir so drauf hinaus, an dieser Stelle erstmal nochmal genau zu sagen, nehmen wir trotzdem das Maximum an Absurdität an und sagen, der Außerirdische ist tatsächlich in Ihrem Garten gewesen. Dann sind die Konsequenzen dafür haarsträubend. Das bedeutet nämlich, dass bei all den plausiblen Gegenargumenten, die wir haben, mit den Generationenraumschiffen, mit den Energieprozessen, die da ablaufen müssen, damit sich das Ding überhaupt bewegen kann, all das muss falsch sein. An einer ganz bestimmten Stelle falsch sein. Es gibt offenbar noch eine ganz andere Form von Physik, eine ganz andere Form von Natur, die dafür sorgt, dass es möglich ist, ein Generationenraumschiff von einem Platz zum anderen zu bringen, und zwar mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Das wäre eine wahnsinnige Überraschung. Das würde nämlich bedeuten, dass alle so gut abgeschätzte Wissenschaft, die wir haben, die extrem präzise alle die Theorien von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, von dem Planck'schen Wirkungsquantum, also die Quantenmechanik und, dass all diese Wissenschaft, die inzwischen auf teilweise 24 Stellen in einem Komma genau Theorien überprüfen kann und das auch bestätigt, dass das noch lange nicht der Wahrheit und der Weisheit letzter Schluss ist. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass sie lügen, kann ich nicht. Ich kann aber sagen, das hätte unglaubliche Konsequenzen, wenn der Außerirdische tatsächlich in ihrem Garten gewesen wäre. Nicht nur für Sie und mich, für die ganze Welt. Wenn der Außerirdische in ihrem Garten gewesen ist, dann stehen wir vor echten Überraschungen. Kleine Frage, Björn. Hatte der Außerirdische übrigens kurze Beine oder nicht?